Why not? Frau Artus, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, ich habe mich schon gefragt, was hat sich die CDU dabei gedacht, als sie diesen Antrag gestellt hat? Es sind ja... Verzeihen Sie, Frau Artus. Frau Heiduck, Herr Tabbert, Frau Spätmann, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, jeweils jeden einen wegen fortgesetzten Quatschens. Fahren Sie bitte fort, Frau Artus. Dankeschön, Frau Präsidentin. Sie hatten 10 Jahre Zeit, sich um Sauberkeit auf Hamburgs Spielplätzen zu kümmern, und Sie haben nichts getan. Da frage ich mich schon, warum Sie jetzt auf der Ebene einen Antrag einreichen und nun die Sauberkeit auf Hamburgs Spielplätzen entdeckt haben. Das finde ich schon mehr als verwunderlich. Es erinnert mich auch fatal an den Antrag, den Sie vor einigen Monaten eingebracht haben, in dem Sie fordern, dass Kinder zentral erfasst werden sollen, die bei drogenabhängigen Eltern leben, und ein Screening ihrer Haare durchgeführt werden soll. Es geht irgendwie in die gleiche Richtung. Sie denken ordnungspolitisch, Sie gehen nicht mit gesundheitspräventionspolitischen Aspekten an das Thema heran. Aus meiner Sicht ist das ein reiner Schaufensterantrag, sehr geehrte Herren und Damen. Sie sorgen sich doch in Wirklichkeit gar nicht um die Kinder, denn mit der Argumentation, die Sie in diesem Antrag formulieren, können Sie auch das Rauchen und Alkoholtrinken stadtweit verbieten lassen. Und genau deswegen kriegen Sie unsere Unterstützung hierfür nicht. 40% aller Kinder wachsen in Haushalten auf, in denen geraucht wird. Kommt dann als nächstes das Rauchverbot für alle Privathaushalte? Das wäre dann nur konsequent. Kinder nehmen in einem bestimmten Alter alles in den Mund, also auch das, was auf der Straße liegt. Kommt also auch als nächstes die Rauchverbotsforderung für die offene Straße? Ich rechne schwer damit, sehr geehrte Herren und Damen von der CDU. Ökotest hat vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht, und dabei hat sich herausgestellt, dass eine der schlimmsten Verschmutzungen von Kinderspielplätzen der Kot von freilaufenden Katzen ist. Wollen Sie auch demnächst freilaufende Katzen verbieten, sehr geehrte Herren und Damen? Ich erwarte Ihren Antrag dazu. Dieser Antrag ist so ziemlich das Überflüssigste, was ich seit Monaten hier in der Bürgerschaft gesehen habe. Wir stimmen der Überweisung zu, aber das war es dann auch. Wir finden, die Aussagen des Senats und auch die Entwicklung in den Bezirken gehen noch in eine ganz klare Richtung. Da ist dieser Antrag schlichtweg unnötig.